Ah, okay, ich erinnere mich direkt wieder an ihn. Der hat das immer ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Der hat das immer auf einem professionellen Level, bringt er das rüber, ne? Leute, ich muss ehrlich mit euch sein. Im Gegensatz zu den anderen Turnieren von Julian fällt es mir extrem schwer, über das JBB 2013 zu reden. Obwohl ich ihn unglaublich krass feiere, fällt es mir einfach extrem schwer, SpongeBoss als King bzw. als God of Battle anzuerkennen. Oh, okay. Es fällt ihm schwer, ui, boah, da ist er direkt kritisch, kommt er hier reingesteppt, ne? Warum? Weil das ganze Turnier ein abgekartetes Spielchen war. Fake! Es ist Fake. Heutzutage ja bereits bewiesen, dass Julian und San Diego wahrscheinlich nach dem Nobody Diss in Kontakt getreten sind und gemeinsam an Julians Album gearbeitet haben. Ja, safe. Ein Jahr nach Gründung des JBBs kommt dann der Schwamm ins Turnier. Gleichzeitig war SpongeBoss einer der besten Freunde Julians und eine extrem krasse Klickmaschine, die Julian niemals aufgeben wird. Das ist schon krass, wie selbst Jahre später, ne, dieses ganze große Konstrukt und so immer noch irgendwie interessant ist, Digga. Ich meine, wie lange ist das her? Digga, das ist 9 Jahre her und trotzdem kann man noch darüber reden, so, wie war das damals alles, wie ist das entstanden und die beiden kannten sich schon und so. Ja, ist schon crazy, man. Bald kommt so eine ganze Doku-Reihe auf Netflix, Alter. Wartet ab. Bitte. Um 2013 also ein Battle gegen den Schwamm zu gewinnen, musstest du also nicht nur gegen SpongeBoss selbst, sondern auch gegen Julian und sein Bewertungssystem gewinnen. Eine quasi unmögliche Aufgabe. Aus diesem Grund ist es für mich einfach schwierig, SpongeBoss als God of Battle anzuerkennen. Klar, SpongeBoss ist höchstwahrscheinlich der stärkste Battle-Rapper, den das JBB... Aber sind wir ganz ehrlich, ich fand schon damals diese Bezeichnungen alle ein bisschen weird, oder? Findet ihr nicht so heute jetzt so im Nachhinein God of Battle und so? Also ich weiß noch... Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich wurde ja früher sehr oft angesprochen, weil mich Leute irgendwie kannten vom JBB so, ne? Und da hat man Fotos gemacht, dies, das. Und einmal kam einer zu mir, das weiß ich noch. Und das war immer mega süß, weil das Krasse ist, ganz oft, ey, das war fucking weird, ne? Ich bin mit meiner Mom zum Beispiel unterwegs und dann kommt jemand und die haben teilweise gezittert, so, ne? Die waren so aufgeregt, so, hi, so. Das war super weird, so. Aber war eine abgefahrene Erfahrung damals. Aber die Sache ist, einmal kam einer zu mir und sagt so, Ey, du bist doch King of Kings, oder? Und mir war das so unangenehm, so diese Bezeichnung außerhalb von diesem Internetkosmos zu hören, so, dass jemand zu mir sagt, ich bin King of Kings. So, ich fand das fucking unangenehm, Digga. Ich dachte mir so, ja, kann sein, weiß nicht. So, könnt ihr das so ein bisschen fühlen? So, ich meine, so, wenn man es im Internet hört, so, ja, okay, ich bin da jetzt King of Kings, so. Aber wenn dich jemand so anspricht, hey, du bist doch King of Kings. Ja, kein Plan, Digga, lass mich. Die Bezeichnungen waren schon immer ein bisschen unangenehm, Digga. Wer jemals gesehen hat, abgesehen von Nightlife natürlich, aber die Unmöglichkeit, ihn zu besiegen, macht das Ganze einfach unfair. Aber kommen wir jetzt endlich mal zu dem Turnier. Aber ey, was mir auch schon passiert ist, ohne Witz, ne, es gab fucking unangenehme Situationen. Ich gehe einkaufen mit meiner Tochter, alles auf entspannt, ich gehe nach Hause, einen Tag später kriege ich eine Nachricht auf Instagram, wo jemand ein Foto gemacht hat, wie ich an der Kasse gerade stehe und meine Sachen bezahle zum Beispiel. Und meine Kleine steht daneben. Ganz unangenehme Sachen sind mir schon passiert. Oder die Situation, die ich euch auch schon mal erzählt habe, wo ich bei McDonald's irgendwie am Fressen war und ich sehe nur irgendwelche Blitze und Leute machen Fotos, während ich in den Burger beiß, Digga. Da habe ich mich schon gefühlt wie so ein Leonardo DiCaprio oder so und mir gedacht, Digga, lass mich mal in Ruhe. Also das ist schon ekelhaft. Das durchinszenierte Turnier. Ey, ist aber schon heftig, heftiger Vorwurf. Ich meine, im Endeffekt, klar, ich denke, wir wissen mittlerweile alle, ne, dass die beiden kannten sich da. Natürlich, es gibt immer so diesen Vorwurf oder den Einwurf von vielen Leuten, dass sie sagen, ja, aber hat SpongeBoss denn irgendwo unzurecht gewonnen? Aber ich glaube, darum geht es gar nicht unbedingt. Es geht einfach nur darum, es ist natürlich sau schwierig, wenn du quasi gegen jemanden antrittst, der mit dem Turnierleiter, der die alleinige Macht über dieses Turnier hat, auf Best Friend bist, vielleicht sogar mit dem zusammen wohnst und ihr super cool miteinander seid und das überall dementiert wird und so getan wird, als wäre das hier alles objektiv, ohne einen persönlichen Kontakt so. Naja, das ist nun mal nicht so nice. Beim JBB 2013 wurden 10 Qualifikationen eingereicht. Oh Leute, wir werden uns das noch alles geben. Wir werden uns das noch alles reinziehen. Alle Videos werden wir uns gönnen. Alle JBB-Videos. Das wird zu nice. Aber auch fucking unangenehm, wenn ich mir wieder diese ganze Scheiße reinziehen muss gegen mich. Aber jetzt so im Nachhinein, so viele Jahre mit Abstand, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation als vor ein paar Jahren, als wir schon mal auf die Runden reagiert haben, die mich betrafen. Wird, glaube ich, nochmal ganz, ganz interessant. Also ich habe Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Wovon 8 ins Turnier kamen.
Die Teilnehmer lauteten Gio, Cassius Clay. Oh, Digga, nein, wenn ich das schon sehe. Digga, warum, Digga? Warum bin ich da so reingesteppt? Ich kann das auch nie wieder löschen. Ich kann es nie wieder löschen. Es wird für immer bleiben und ich werde das mit ins Grab nehmen. Dass ich da aussehe wie ein Mensch mit einer sehr schweren Krankheit, Digga. Also ihr könnt doch sagen, was ihr wollt. Ihr könnt doch sagen, was ihr wollt, aber ich bin doch heute verdammt nochmal hotter als damals, oder? Ich sehe doch heute heißer aus als da, Digga. Nein, ich sehe da nicht süß aus. Ich sehe aus wie so ein Nacktmull. So sehe ich da aus, Digga. Wie so ein Nacktmull. Aber 100 pro, Digga. Wie so ein Nacktmull sehe ich da aus. Verwechslungsgefahr. Guckt euch das da mal an. Also das war echt nicht vorteilhaft, Digga. Da sehe ich schon echt schlimm aus. Aber das Geile ist, dass ich es heute so locker sagen kann, ne? Weil wenn du das da mit Abstand so siehst und dich dann in der Kamera anguckst, ich gucke mich jetzt zum Beispiel gerade an und denke mir, Gio, du bist verdammt nochmal eine geile Sau. Und dann kann ich da hingucken und kann sagen, ganz objektiv, dass es schönere Tage in meinem Leben gab, Digga. Jo, Cassius Clay. Ja, den Frettchen-Vorwurf, aber das Frettchen-Ding habe ich nie kapiert, sag ich dir ehrlich, wo sehe ich da aus wie ein Frettchen, so. Also Nacktmull hätte ich noch verstanden, aber Frettchen, Digga? Vorname beginnt mit P. Winnen, Punch. Hey, was nochmal? Teilnehmer lauteten Gio, Cassius Clay. Vorname beginnt mit P. Hä? Vorname beginnt mit P. Was meint ihr denn jetzt, Digga? Ich peil's nicht. Ach so, über SpongeBoss. Ach hier, weil das jemand so reingehauen hat oder was? Der Vorname fängt mit P an. Nein, er heißt nicht Penis, okay. Winnen, Punch, Arroganz, Ahmed, Josen. Hä? Punch? Er meint mit P, Punch? Was hat das denn mit Vorname SpongeBoss? Hä? Das ist die AskFM-Seite von Julian gewesen oder was? Ach so. Ach, und wie er das so verkauft hätte, als wär das so eine ganz andere Person oder was? Ja, also, ich weiß ein bisschen mehr als ihr. Das ist irgendjemand mit P und so. Ja, okay. Beginnt mit P. Winnen, Punch, Arroganz. Ah, Winnen wurde aber auch gut, Alter. Ahmed, Josen und Green. TJ kam nicht rein, weil seine Quali wahrscheinlich in unter 3 Minuten entstanden ist. Und Perplex durfte erst 2014 ran, nachdem er endlich einen Zahnarzt besucht hatte. Digga, was ist denn, was bringt er denn jetzt hier auf einmal für, was ist das denn? Der haut ja voll raus hier, Digga. Der ist ja voll frech. Quali-Phase hat ein bestimmter Rapper die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das war natürlich SpongeBoss. Nach der polarisierenden Qualifikation bereiteten sich schnell die Gerüchte, dass es sich bei SpongeBoss um San Diego handelt. Julian wählte in seiner Analyse bewusst die schwächsten Argumente aus, um diese ganz einfach entkräften zu können. Aber seht selbst. Ah, okay, cool. Ja, das werden wir uns hier alles nochmal geben. Wir gucken jetzt nochmal kurz rein, aber wir werden das ja nochmal alles schauen, Digga. Das wird alles nochmal ganz interessant. Mal gucken. ...aus, um diese ganz einfach entkräften zu können. Aber seht selbst. Mal gucken, was er gesagt hat. Ich weiß es alles nicht mehr. Am hartnäckigsten hält sich aber die Annahme, dass es sich dabei um San Diego handelt. Und warum das so ist, finde ich am allergeilsten. Weil er Chucks anhat. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe Chucks gegoogelt. Diese Schuhe wurden weltweit 600 Millionen Mal verkauft. Also hat jeder 10. Mensch auf diesem Planeten Chucks zu Hause rum. Wenn man sich vorstellt, dass er in dem Moment genau wusste, dass es San Diego ist, er ist schon hart lächerlich eigentlich, oder? So, da jetzt so auf Krampf, Alter, Digga, wie schlecht, Digga, wie schlecht. Also so, ne, so vor allem im Nachhinein, Digga, echt schlecht gealtert, so. Stehen. Aber was ich tatsächlich etwas seltsam finde, ist, dass sich Patrick am Ende irgendwie sehr doll nach Farid Bang anhört. Also, wenn das ein bekannter Rapper ist, dann tippe ich eher auf Kolle, der kann... Ja, genau, Digga, ja. Oh, Junge. Ganz klar hat hier Julian versucht, seine Zuschauer auf die falsche Fährte zu locken. Und das hat scheinbar teilweise auch geklappt. Viele Leute wurden zunächst erstmal auf die falsche Fährte gebracht. Das Drama ließ... Hab ich nie verstanden, Digga. Ich habe die Quali damals einmal gehört und wusste, es ist Sunny. Also ohne, dass ich einen Beweis hatte. Aber ich wusste es beim ersten Mal hören, Digga. Ich habe einmal die Quali gehört und wusste, es ist Sunny. Safe. Auch im JBB 2013 nicht lange auf sich warten. Winnen gewann zunächst gegen Green und Ahmed verlor gegen SpongeBoss. Irgendwie hatte Ahmed extrem viel Pech mit seinen JBB-Gegnern. Erst der Asiate und dann SpongeBoss. Ahmed war vor und während den JBB-Zeiten eng mit Julian. Ja, das war auch eine kranke Aktion, ne? Also ich meine jetzt mal unabhängig davon, was man von Ahmed hält so, er ist schon crazy, die waren ja mal richtig, so von den Teilnehmern her, waren die ja mit am coolsten damals, ne? Also ich meine, es war einer der wenigen, der echten Kontakt zu ihm hatte, so mit ihm irgendwie unterwegs war, ne, Videos gedreht hat und so. Und dann ist das alles hier krass nach hinten losgegangen, ne? Gewesen. Allerdings verschlechterte sich die Freundschaft zwischen ihm und Julian im Jahr 2013 extrem. Daher brachte Ahmed 2013 auch einen Diss-Track gegen Julian raus. Dort sagt er hauptsächlich, dass Julian ihn hintergangen hat, er privat ein Heuchler ist, dass San Diego die Texte für Julians Album Analyse geschrieben hat. Analyse! Wenn man so im Nachhinein, ne? Wenn man das so, diese Betonung, Analyse! Und dass San Diego SpongeBoss ist. Mit dem Wissen, was wir heute haben, ist das also vom Inhalt
Inhalt her ein extrem guter Diss. Nach Veröffentlichung des... Naja, also sorry, aber einen guten Diss machst du nicht anhand der Fakten fest, oder? Wenn du in einem Song gute Fakten nennst, die vielleicht wahr sind, macht es den Diss nicht gut. Inhaltlich hast du vielleicht recht gehabt, aber ein guter Diss sind gute Punchlines, Digga. Gute Punchlines, ein guter Diss einfach. Und nicht die Wahrheit. Rap macht es ja nicht zu einem guten Diss. So. Aber der war nicht schlecht, auf keinen Fall. Das war jetzt nicht Müll, aber war jetzt auch nicht krass, fand ich. War okay. Des Diss-Tracks nahm Julian alle Runden von Ahmed offline und verbannte ihn vom JBB-Channel. Okay, kurze Einmeldung aus der Regie. Scheinbar hat es 2013 hinter den Kulissen ziemlich gekracht zwischen Ahmed und Julian. Daher hat Julian alle Runden von Ahmed offline genommen und ihn vom JBB-Kanal verbannt. Und dann kam erst der Diss-Track für Colin raus. Ah, okay. Aus, so gesagt, als Reaktion auf das Ganze. Okay, Fehler okay. Von meiner Seite. Es ist okay, Death Talks. Beim nächsten Mal erwarten wir aber hier hochprofessionelle Arbeit. Im dritten Battle wurde es dramatechnisch noch besser. Dort standen sich Gio und Punch Arroganz gegenüber, wobei... Ah, ja, das war diese Gleichstandssituation, ne? Punch ist dann ausgestiegen und war auch richtig giftig mir gegenüber. Also der hat ja dann, seit diesem Tag hat er kein gutes Haar an mir gelassen. Also in Interviews, immer wenn mein Name gefallen ist, immer gegen mich. So habe ich nie verstanden, weil ich dafür ja nichts konnte, ne? Ich konnte ja nichts dafür, dass Julian einen Gleichstand draus gemacht hat. So, oder das so gesehen hat, oder ich weiß, keine Ahnung, warum, weshalb, ich war nur ein Teilnehmer, so, ne? So, und das habe ich nie gepeilt, Digga, wo da das Problem herkam, so. Anscheinend fand er das fand er das gar nicht geil, aber weiß nicht, warum das an mir aus, was ich damit zu tun habe, so, ne? Hatte eventuell gedacht, dass es zwischen euch eh schon ab... Ja, aber warum denn zwischen uns, Digga? Was soll ich denn da absprechen? Hä, ich bin irgend so ein random, Digga. Irgend so ein random Lappen, der das erste Mal im JBB mitmacht, Digga. Was soll ich da absprechen, Digga? Als wäre das so eine große Mafia, also, in der ich mich irgendwie reingeschlichen hätte und so ein Geheimagent-Style oder was, Digga. Hä? Also, was soll ich denn da absprechen? Es zum ersten Unentschieden der JBB-Geschichte kam. Ganz kurz, what are the odds, dass bei so einem subjektiven Bewertungssystem, wo so viele Punkte vergeben werden, der User Vote das Ergebnis am Ende so rumreißt, dass wir ein Unentschieden am Ende rauskriegen. Krass. Naja, für den Fall eines Unentschiedens hatte Julian Rückrunden vorgesehen, doch Punch Arroganz hatte scheinbar keine Lust drauf und ist aus dem Turnier ausgestiegen. Ebenfalls ausgestiegen ist dann auch Winnen, der, wie wir uns erinnern, gegen Green ja eigentlich schon gewonnen hatte und sicher gegen SpongeBoss im Halbfinale stand. Julian hat sich natürlich wie bei Kiko damals... Aber was war da nochmal los? Das weiß ich gar nicht mehr, warum Winnen damals rausgegangen ist. Ich weiß, dass er weg war dann irgendwie und dass es dann irgendwie diese Autounfallgeschichte von Spongy noch so richtig dreckig, Digga. Also ich meine, als Zuschauer, sind wir ehrlich, ne? So von als Außenstehender war das sehr unterhaltsam. Ich habe es mir sehr gerne angeguckt. Es war mega, mega nice gemacht, so als Zuschauer. Aber es war schon krass ekelhaft, oder? Jemanden noch so zu ficken, der gar nicht mehr teilnimmt. Also so rein jetzt moralisch gesehen ist es halt schon ekelhaft. Als nicht lumpen lassen und sowohl Winnen als auch Punch Arroganz in einem Statement versucht zu diffamieren. Winnen warf hervor, dass er Angst hat, vom Schwamm zerstört zu werden und Punch warf hervor, dass er eine Katze sei. Natürlich... Wow, der Digga, der Punch auf jeden Fall tot dann gewesen wahrscheinlich. Natürlich waren diese Aussagen von... Schon, aber juckt Moral in dem Battle? Ja, natürlich. Hä? Digga, was für ein Scheiß? Was für ein Scheiß muss ich hier lesen? Bruder, sorry. Innerhalb eines Battles nicht, aber er war nicht mehr Teil des Battles. Darum geht's, verstehst du? Das ist ungefähr so, als wären da zwei Boxer im Ring. Der eine gibt auf, aus welchen Gründen auch immer, und steigt aus dem Turnier aus. Und der andere rennt von der Bühne nochmal runter und gibt dir nochmal ein paar Dinger in die Fresse, obwohl der gar kein Teilnehmer mehr ist, Digga. Was für ein Scheiß? Hä? Wie kann man denn, was hat das denn damit zu tun? So ein Sprung in den Rücken, so, ja, so, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich schon. Du fandest Johnnys Herz vor uns ja auch nicht schlimm, weil Celine mitgemacht hat. Winnen hat er auch mitgemacht. Ja, aber Green war noch Teil des Battles. Er war Teil dieses Turniers noch. Also die haben sich immer noch gegenseitig gegeben und Green hat seine Schwester mit reingeholt innerhalb dieses Turnierumfeldes, so. Aber Winnen war gar nicht mehr da, Digga, der ist doch rausgegangen. Von Julian aus der Luft gegriffen. Punch ist nämlich in Wirklichkeit gar keine Katze, er ist eigentlich ein Mensch, aber auch das, was er über Winnen erzählt hatte, war natürlich nur Stuss. Scheinbar haben beide, also Winnen und Punch Arroganz, dass das JBB durchinszeniert war und hatten dadurch eben keine wirkliche Motivation mehr am Turnier teilzunehmen. Durch die beiden Ausstiege zogen Green Boah, und Digga, was es noch für fucking Screenshots gibt, oder? Stimmt, damals wurde ein großer Teil vom JBB noch über Facebook und so kommuniziert, ne? Crazy, Digga. Wie das da alles doch aussah und so. Digga, das ist so, als würde man so ins letzte Jahrhundert gucken, Alter. ...ins Halbfinale ein. Und nachdem Cassius mit Hilfe von Zappel Philipp gegen Chosen gewonnen hatte, standen die Halbfinalisten fest.
Green nahm den Platz von Winnen ein und Gio battelte gegen Cassius Clay. Für beide Battles gab es einen klaren Favoriten. Cassius Clay war hinter SpongeBoss aufgrund seiner übertrieben nicen Qualifikation der Publikumsliebling. Ja, ja, ich hatte, also in dem Jahr hatte ich es auch echt schwer, ne? Wenn man so überlegt, also ich hatte in diesem Jahr zumindest immer nur gehypte Leute gegen mich, ne? Ich gegen Punch, Alter, Punch hat den Hype. Ich gegen Cassius hat den Hype. Ich gegen Spongy, ich war so richtig das Opfer, Digga. So in jeder Runde immer so der Lappen, den keiner weitersehen wollte, das dann doch irgendwie immer hinbekommen hat, so, Digga. Und man dachte da, dass er sicher mit SpongeBoss ins Finale einziehen würde. Später kam sogar raus, dass San Diego nach seinem Finaleinzug angefangen hat, die Runde gegen Cassius Clay zu schreiben, weil er sich so sicher war, dass Cassius sein Finalgegner sein wird. Oh, aber ey, oh, schade. Das wäre aber auch sehr interessant gewesen. So rein jetzt so in der Fantasie, was gekommen wäre gegen den Cassius, Digga, von Spongy. So in einem Paralleluniversum, hätte ich gern mal reingehört. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Richtiger Underdog, ja, ich glaube, das ist ein passender Begriff so. Cassius Clay zu schreiben, weil er sich so sicher war, dass Cassius sein Finalgegner sein wird. Doch Gio gewann überraschend und zog daher ins Finale ein. Zudem zog SpongeBoss wie gesagt gegen Green ins Finale ein. Hier sind den Zuschauern erstmals ein paar Ungereimtheiten in den Analysen aufgefallen. Ja, ja, ich weiß noch, dass es da Aufschrei gab, ne, gegen Green. Da war irgendwie, viele waren für Green. War jetzt gar nicht unbedingt meiner Ansicht so. Also ich fand Spongy krasser. Aber ich weiß, dass es da zum ersten Mal ein bisschen, ja, so eine gewisse Welle der Kritik kam, ne. Als Julian dem gelben Schwamm auffällig viele Punkte für die Rasenmäher-Location gegeben hat. Einige warfen Julian hier auch eine Fehlentscheidung vor. Okay, das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass er da irgendwie Punkte für diese Rasenmäher-Location bekommen hat. Dem ich hier aber nicht zustimmen würde. Das Battle war zwar knapp, aber alles andere als eine klare Entscheidung. Ja, ja, ich fand, also für mich war Spongy gerechtfertigt weiter. Wie habt ihr das gesehen? What the fuck you saying? I can't understand. Say that again. Ich sagte, das Halbfinale war keine Fehlentscheidung. What the fuck you saying? Are you fucking high? Bemerkenswert war aber, dass nur 4 von den 9,5 Minuten der Runde gegen Green gingen. SpongeBoss hing nämlich noch einen ganzen Diss-Track gegen Winnen an die Runde gegen Green ran. Ein krasser Zeitaufwand, der wahrscheinlich das Battle zwischen Green und dem Schwamm knapper machte, da SpongeBoss im... Ja, ja, safe. Das hat ja auch viel ausgemacht, ne? Dass so diese Runde gegen Winnen da mit drin war, das konnte man ja auch nicht ausblenden, ne? Und sind wir ganz ehrlich, die Runde gegen Winnen war einfach geiler als die gegen Green so, oder? Gleichen Zeitraum gleich 2 Runden geschrieben und recorded hat. Alles andere als knapp war aber das Finale. SpongeBoss zersiebte Gio komplett und zog verdient ins King-Finale gegen den verdienten, umstrittenen Vorjahressieger Fortune ein. Das King-Finale sorgte wiederum für deutlich mehr Kontroverse. Julian haute nie eine richtige Videoanalyse raus, sondern schrieb die Ergebnisse nur in die Beschreibung. Das verstärkte natürlich die Gerüchte, dass das... Ja, auch komisch, ne? Im King-Finale, das wichtigste Battle des Jahres, es gibt einfach keine Analyse, Digga. So, hä? JBB 2013 eine Inszenierung ist, da das Battle auf dem ersten Blick extrem knapp war. Hier hat der Schwamm auch erstmals das User-Voting verloren. Meiner Meinung nach zu Recht, denn ich finde, dass Fortune eigentlich vorne lag. SpongeBoss Hinrunde enthält basically keine Punchlines und da konnte auch die starke Rückrunde nichts mehr rumreißen. Ich habe vor 3 Jahren mal ein Skript für eine King-Final-Analyse geschrieben, die geschnitten wahrscheinlich rund 30 Minuten lang geht. Soll ich die irgendwann endlich zusammencutten und hochladen? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Schreibt's mir mal in die Kommentare, Leute. Schreibt's mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und dann war das JBB 2013 auch zu Ende. Julian äußerte sich nicht mehr zu dem King-Finale und startete das JBC, den Julians Blog Contest. Soll ich zu diesem Turnier, genauso wie zur Hall of Shame, auch ein Video machen? Schreibt's in die Kommentare. Lass es mich in den Kommentaren. Ja, Mann! Lass dein Like und ein Abo für weiteren hochwertigen Deutschrap-Content da. Macht's gut, Freunde. Macht's gut, bye, Bruder. Bye. Die Liebe geht raus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich verlinke euch das Video, Leute. Ja, ganz interessant. Ich bin ehrlich gesagt recht gehypt drauf, nochmal mit euch den ganzen Scheiß zu gucken, Alter. JBB 2012, 13, 14, 15 werden wir alles durchgucken.